Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Angezockt. Und dabei habe ich ein neues Spiel bekommen, und zwar handelt es sich dabei um Avon Colony. Avon Colony ist ein Spiel, das mir eigentlich persönlich gut gefallen müsste. Und zwar ist es nichts anderes als ein Städtebauspiel, allerdings mit einem Setting, was es nicht auf der Erde spielt, sondern auf einem außerirdischen Planeten. Wie immer bei einem Angezockt ganz wichtig, für mich persönlich, ich habe noch keine Sekunde gespielt, deswegen werden wir einfach mal zusammen hier reinspringen. Avon Expedition. As the governor of humanity's first colony outside the solar system, it's no exaggeration to say that the future of human civilization is in your hands. We've been in orbit for 300 hours since reaching Avon Prime, so no doubt you've had plenty of time to review the mission briefing. You'll be touching down on Vanar, which is the closest thing Avon Prime has to planet Earth. There's a great deal of plant life here, but don't be fooled. The atmosphere is primarily carbon dioxide, so we'll need to keep the colony hermetically sealed. We have a small settlement here, and you will assume command upon touchdown. There are no signs of intelligent life so far, but do keep an eye out. Your mission coordinator will be Vori Markov. She and I will be monitoring your progress closely from the colony ship. Good luck, Governor. Ja, klingt doch ganz nett, sehr sympathische Stimme, und ihr seht schon, da das Spiel ist deutsch-sync, also deutsch in der Oberfläche, aber mit englischem Originalton, wobei, sobald man deutsche Untertitel hat, finde ich, damit kommt man gut zurecht. Und hier geht es jetzt um die Benutzeroberfläche in HoloSim 1 und HoloSim 2. Es wird wohl nichts anderes als ein Tutorial sein. Das werde ich mir mal aber gönnen, weil, ja, ja, wie gesagt, keinen Plan vom Spiel. Da schadet sowas nicht. So, die Kamera bewegen. Das ist nochmal leicht. Links, rechts, am Boden. Wer ist der? Okay, alles klar. Weiter. Die Kamera drehen. Aha. Okay, auch easy. Zoomen und schwenken. Okay. Also bis dato noch alles normal. Home. Wo ist denn Home? Ah, habe ich. Ist bei mir Position 1, deswegen habe ich es nicht sofort gefunden. Über den Nanitenindikator. Aha. Baue Eisen und Kupfer mit Metall. Okay. Baue eine Mine. Ja. Öffne das Minenmenü. Leuchtenindikator. Klicke auf die Mine. Bergbau. Man sieht ja schon, ist eigentlich auch da simpel erklärt, was wie wo was bedeutet. Aber hier Bergbauverarbeitung. In dem Fall brauchen wir einfach eine Mine. Die wird hier angebaut, weil, wir haben es ja vorher schon gehört, es muss ja immer alles hermetisch sein. Ich spiegel an, dass die Holosim bei normaler Geschwindigkeit laufen. Aha. Zweimal. Okay. Schaut ganz nett aus. Ich will schon eigentlich alles anklicken direkt, dass ich weiß, was passiert. Spielgeschwindigkeit ändern. Okay, mit 1, 2 und 3 macht mir die Spielgeschwindigkeit. Stunde 20 in 35. Jahreszeit. Aha. Also wir haben keinen 24-Stunden-Tag. So, und jetzt brauchen wir einen Tunnel. Aufgrund Avons sauerstoffarmer Umgebung müssen wir die interne Atmosphäre der Kolonie hermetisch abdichten. Das bedeutet, dass du in allen Stellen von Straßen luftabgeschlossene Tunnel nutzen musst, um alle Gebäude miteinander zu verbinden. Süß, wie die da bauen. Gefällt mir. Ist nett gemacht, gefällt mir wirklich gut. Aber wir sehen, erforderlich, geliefert. Also wir haben ein kleines Elektrizitätsproblem.
produzieren oder verbrauchen, wird automatisch durch die miteinander verbundenen Gebäude übertragen. Tunnel sind geistiges das Mittel, um Elektro zu fahren. Also Sorge dafür, dass alle Tunnel miteinander verbunden sind. Okay. Wenn eine Elektrizitätsversorgung unter dem Bedarf sinkt, werden die automatischen Gebäude abgeschaltet, bis das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Angefangen bei den Gebäuden, die am weitesten von der Energiequelle entfernt sind. Wenn ein Gebäude keine Elektrizität mehr hat, leuchten die Lichter an der Ecke und seines Fundaments rot auf. Wie du siehst, hat die Lagerhalle keine Energie mehr. Die Minotunnel, die wir gebaut haben, haben unseren Elektrizitätsbedarf, die Versorgung unserer Kolonie, übersteigen lassen. Also wir brauchen wieder Strom. Öffne das und klicke auf das. Auf das. Ja, ich mach mal. Wir machen einfach erstmal einen Einser. Sicher ist sicher. Schönes Solarpanel. Zack, richtet sich's aus Richtung Sonne. Auch sehr gut gemacht. Wir sehen, da drüben ist die Sonne. Wird mich jetzt interessieren, ob sich das mitdreht, aber ist ja nett. Einen neuen Indikator hinzugefügt. Bevölkerung, aha. Und Bevölkerung muss auch noch zufriedengestellt werden. Jetzt lass uns deine Kolonisten treffen. Ah, das ist ja nett. Und die begrüße ich auch gleich direkt, oder sie mich? Das ist ja schön. Sie werden immer bewacht und sie begrüßen mich noch nett. Okay, mit der nächsten Holosim. We've created this training exercise to introduce you to some of the advanced concepts in colony management. So. Über den. Ja. Nahrungsvielfalt niedrig. Also wir brauchen auf jeden Fall was zu essen. Ja, ist nicht optimal. Das sehe ich auch so. So. Ich sehe hier, alles klar, Rationen. Reis. Also ich muss hier die Farm in diesem Frucht, in dieser fruchtbaren Gegend bauen. Deswegen habe ich jetzt hier gerade den Tunnel da hinstellen müssen. Erhält Arbeiter von. Blockiert. Aha. Aber und die Gerste, seht ihr? Die ist hier gelb. Das geht hier scheinbar gar nicht. Lass mich mal schnell was testen. Okay, das kann ich überall nicht hinstellen. Okay, ich muss jetzt erstmal Mais nehmen. Das wird jetzt zumindest mir gesagt. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach mal. Aber das ist nicht so optimal hier. Das ist jetzt minus 2,1. Und wenn das Ding jetzt steht, dann müsste sich das eigentlich... Ja, genau. Dann wird es jetzt besser und dem... Oh ja. Stabilisiert sich der Verbrauch? Farm besetzt, Effizienz 60%, Außenposten beschäftigt. Okay. Das heißt, wir sehen auch, wie das ausgelastet ist. Und der lila Balken ist eben, wo die leben. So, wähle die Farmers, klicke die Schaltfläche in Form eines Aktenkoffers. Und auf Besetzung. Also, alles rein, was kann wahrscheinlich. Und jetzt ist es bei 100%. Alles klar. Aha, okay, ich komme mit. Und damit ist sie natürlich produktiver, wie der schon so schön geschrieben wird.
verringert den Nahrungsverbrauch, aber schadet der Moral erheblich. Das ist natürlich nicht schön, dass hier die Moral dann noch mit runtergeht. Und jetzt bin ich aber direkt bereit für die erste Mission. Also schau mal, was da so für uns jetzt geboten ist. Steuerung ist sehr einfach, muss man ganz ehrlich sagen, aber so die Schaltflächen, die können vielleicht ein bisschen, ja, viel sein, sag ich mal. Wir schauen einfach mal, was jetzt hier die Mission macht. Wanna ist eine kleine Kolonie in einem der freundlicheren Teile von Aven Prime. Wasser und Pflanzen gibt es hier reichlich und die meisten Nutzpflanzen wachsen gut. Zunächst brauchen wir einen Wasservorrat. Öffne das Wasser unter Menü, der animierte Wassertropfen und klicke auf die Wasserpumpe. Platziere sie dann direkt angrenzend an eines der existierenden Gebäude. Ja, das ist doch machbar. Ich schaue mal, ob es irgendwo richtig toll viel Wasser gibt, aber 14,4 ist scheinbar so das dickste. Deswegen machen wir den einfach mal dahin. Da habe ich nämlich eh einen Tunnel. Das hätte mich jetzt interessiert, ob ich da sehe, wie viel Wasser denn das extrahiert. So, Wasser ist am Start. Wir haben hier auch die Sounds der Umgebung. So, das Wasser wird hoffentlich jetzt besser. Scheinbar aber die Nahrung. Nahrungsvielfalt niedrig. Und minus 2, das heißt ja für mich, dass das weniger wird. Aha, genau, das dachte ich mir nämlich. Deine Kolonisten möchten, dass du deine Nahrungserträge erhöhst. Baue eine Farm irgendwo am Rande deiner Kolonie neben ein beliebiges bestehendes Gebäude. Du hältst dann Pott Asche, die deine Farmen nutzen können, um ihre Bemühungen zu beschleunigen. Okay. Gewächshaus, Farm. Oh. Nein, 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 nein. Ich habe mich verklickt. Oh nein. Ich habe mich doch verklickt, mein Freund. Ah, wird recycelt. Sehr gut. Melonen gibt es keine in der Kolonie. Das ist doch gut. So, dann baue ich jetzt da einen Tunnel hin. Jetzt hoffe ich, dass da nur Mitarbeiter hingehen. I wanted to remind you that the mission objectives from my team are here only to guide you. While several of these objectives are necessary in order to complete your mission, your first priority should be the safety of your colony. As an experienced colony governor, we trust your judgment, and I urge you to take your time and put your colonists ahead of your mission. Natürlich brauchen wir eine Windturbine. Die ist schön groß. Was ist das denn? Sauerstoff? Aha. Solarmodul. So, also das Nahrung ist jetzt voll im Soll. Nur das Wasser ist, glaube ich, noch so ein Problem. So, und jetzt hier schön, mach mal ein bisschen Strom. Und wir sehen, im Winter wird die Energieversorgung wohl noch ein bisschen runtergehen. Genau, Mine ist wichtig für die Naniten, so wie ich das sehe. Neben dem Prometheus-Lagerät. Ach ja, das ist doch einfach.
Viel schneller als eine Mine, schneller zerstört werden lassen, aber die Hälfte der Mineralien. Das ist natürlich nicht so cool. Dann machen wir mal hier lieber eine normale Mine hin. Also Wasser läuft, nur das Essen. Müsste ich mich wohl nochmal drum kümmern dann gleich. So, Naniten. Sollten dann hoffentlich jetzt da wieder so ein paar kommen. Ah, Umwandlung von Naniten ist ein separates Gebäude, wie ich sehe. Okay. Belohnung verfügbar. Ich nehme da Naniten lieber mal. So, mal schauen, ob noch eine Mission kommt. Ansonsten würde ich nämlich jetzt mich mal selber hier... ja, gibt's noch. Einen geothermalen Generator. Mehr Energie. Okay, wird gemacht. Ich hätte die Musik aber gefühlt gerade ganz schön laut. Zumindest für mein Verständnis. Ich hoffe, das ist jetzt für euch nicht zu leise, aber... Ah. Mache ich dann erst, wenn das Ding hier steht. Erzeugt bis zu 2 Energie, 10 Arbeiter braucht das Ding. Wie gesagt, und langsam aber sicher. So, das Essen ist so ein bisschen, scheint noch kein großes Problem zu sein, aber allgemein sollte man das vielleicht im Blick haben. Den bauen wir mal ein bisschen schneller. Winterwarnung. Der Winter naht und unsere Scanner übermitteln, dass ein Energieausfall wahrscheinlich ist, wenn du keine Saat wird nicht wachsen. Gewächshäuser werden nur Nahrung produzieren. Ja, okay, klingt nicht gut. So, wir sehen die Elektrizität erforderlich geliefert, also wenn der Winter kommt, wird es dann da ein bisschen knapp. Ja, und Arbeit ist nicht möglich, weil da kein Tunnel steht. Einen Außenposten. Ja, das wollte gerade sagen, langsam. So, wir sehen, weil die brauchen ja die Mitarbeiter. Die müssen ja dementsprechend da überall hin. Deswegen würde ich den da hinstellen, dass die vielleicht einigermaßen da hinlaufen und da auch noch hinlaufen. Ich würde da mal eine hohe Priorität einstellen, weil wir sehen, die Nahrung oder beziehungsweise das Wasser ist gerade so ein bisschen, Nahrung läuft. Wasser ist gerade so ein Problem, wie ich sehe. So, Einwohner braucht man da einfach mal. Aber da kommen schon ein paar rein. Wie auch immer die da reinkommen. Ja, genau. Den Nanitenprozessor. Weil die Naniten, die werden natürlich immer weniger, so peu à peu. Ich gehe jetzt einfach mal dahin. Und scheinbar mache ich dann einfach nochmal einen Tunnel rein. Dass das auch schön verbunden ist. Aber ich sehe schon genau mein Spiel. Also sowas liebe ich ja. Und jetzt kommt hier der Winter an. Jetzt wird es frostig. Und natürlich wird das da nicht mehr so gut wachsen. Wie wir sehen, die Nahrung ist natürlich Thema. Wasser, klar, auch ein Thema. Und jetzt kommen hier auch die Synthese von Naniten. Wie wir sehen, passiert es jetzt da unten. Mini-Lagerhalle.
Ja, klar. Also man wird schön, schön rangenommen an alles. Also muss ich sagen, das passt, das läuft gut. Also man wird jetzt da nicht überfordert, nicht reingeschmissen, nicht allzu schwierig. Also alles fein, alles gut. Der geothermale Generator, der liefert da dementsprechend auch vernünftig Energie. Gefühlt könnten nur so mehr Mitarbeiter hier sein. Das Inventar nicht zu verstopfen. Was passiert da jetzt? Macht es jetzt da unten mehr oder weniger? Ah, da kommt jetzt mehr. Aber eigentlich, wow, ich verstehe nicht, dass da jetzt noch Minus dasteht, aber es scheint jetzt wenig zu werden. Also es schaut jetzt gut aus, so wie ich mir das erwarte. So, die Mini-Lagerhalle soll er mal fertigstellen. Das kann ich... Ich habe Pottasche verfügbar. Das kann ich doch mal machen. Mal schauen, was dann da mit dem... Ich muss ja auch so ein bisschen gucken. Und hier das Farmland nochmal aufrüsten. Zuwandern nämlich. Klar, ich will ja noch ein paar mehr Leute hier haben. So. Baue ein Zuwanderungszentrum. Ja klar, so, jetzt macht auch Sinn, wie dann die Leute hier reinkommen überhaupt in das Ding. Weil bisher kommen die ja einfach so einfach aus dem Nichts. Guter Sound einfach. So, und jetzt wird hier Frühling. Alles wieder fein. Bin ich gespannt, ob da jetzt hier auch was... Naja, genau. Dropschiff immer. Anflug. Genau sowas hatte ich jetzt erwartet. Ah, so kommen die also. Okay. Baue ein Habitat. Naniten für den Bau erfordert 18 für 6... Also für Kolonisten. Ah, sehr schön. Ich glaube, hier ist gut. Hier macht für mich Sinn. Vielleicht sogar da. Ne, machen wir es da. Und sobald die Bevölkerung auf 50 kommt, sollte doch jetzt eigentlich sogar schon durchs Habitat passieren. Und wir sehen, das Wasser ist gut, die Nahrung, die läuft richtig ordentlich. Mach mal die Pottasche runter. Mal schauen, ob das immer noch dann so bleibt. Das ist aber eine Riesenmotte, du. Hört sich ein bisschen an wie Jurassic Park, muss ich sagen. So, und das ist Habitat. Also hier vorne, da ist ja unser Außenposten. Und da das Habitat. Okay, da kann ich das aufrüsten, um mehr Einwohner damit zu generieren, aber das brauche ich wohl nicht. Ansauglüfter. Unser hermetischer Verderben wird, wenn wir nicht aufpassen, besonders der Geothermaler wird die Luft ziemlich schnell verschmutzen. Aha, okay, ja, klar, macht Sinn. Ansauglüfter. Erhält Arbeit davon. Okay.
Und da steht halt, da sieht man sozusagen verschmutzte Luft, Änderung der Luftqualität. Deswegen stellen wir es da mal hin, hier noch da rein. So, Bevölkerung wird definitiv mehr. Lagerraum, Luftqualität, die ist super, 96%, da gibt es gar nichts. Ein Handelszentrum. Zu etablieren, indem wir Grundstein für eine globale Wirtschaft bilden. Ja, Wirtschaft kann ich immer, finde ich immer gut. Erfordert 18 Naniten. 18 Energie. Aha. Wir haben ja vorher gesehen, Energie, Energiespeicher, Geothermalen. Gibt es hier noch irgendwo was? Keine aktiven Baudrohnen. Warte mal. 8, 26, bis zu 10. So eine Windturbine, okay, so eine Windturbine ist ja echt nur mau. Also machen wir das dann nochmal. Zu nah ran will ich da nicht bauen. Da kann er da vielleicht noch ein Feld hinstellen. Und danach kann ich jetzt ein Handelszentrum bauen. So, das steht schon mal. Automatisiertes Gebäude, brauche ich keinen Arbeiter. Sehr angenehm. Und da habe ich jetzt auch Energie. Winterwarnung. Ach, ach, ach. Und da ist natürlich Solarenergie immer doof, weil da hat es halt nur noch 50%. Und Gewächshäuser werden produzieren dementsprechend weniger. So, Handelsschiff, sehr schön. Läuft alles. Ziel erfüllt. Neue Mission. Ah, mach mal, das hätte ich natürlich machen können, um den, um mehr Energie zu erzeugen. Das war natürlich ein bisschen doof. Moral ist gut. Und hier kommen auch langsam immer mehr Leute. Wie wir sehen, exportieren 100 Melonen. Aha. Vertrag mit dem Kolonieschiff nur einmal. Export 100 Melonen. Ist das eine Melonenfarm? Ja, das passt sehr gut. Baudrohnenknotenpunkt auf. Was war denn der Baudrohnenknotenpunkt? Aha. Gut. Ich würde aber sagen, wir haben eigentlich dann auch jetzt mal das Allerwichtigste hier gesehen. Ja, für mich ein sehr interessantes Spiel, weil es einfach mal eine Städtebausimulation ist, die mal ein anderes Setting bietet. Nicht immer nur dieses gleiche Ausgelutschte auf der Ding, sondern einfach mal so ein bisschen was Frisches. Und das ist ja gerade in dem Genre, was ja doch schon so gesehen sehr alt ist, mal was Neues und Schönes. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das mal so zu sehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach mal einen Kommentar da. Ich bin immer da sehr gespannt, was ihr dazu meint. Würde ansonsten sagen, ich wünsche euch weiterhin selber viel Spaß bei allen euren Abenteuern. Und bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.